Hi Leute, heute packen wir mal wieder zusammen Steelbook aus. Ich habe bekommen Venom, Let There Be Carnage. Frontartwork sieht mega cool aus, also ja, richtig künstlerisch, richtig fein. Wir gucken mal, wie die Rückseite aussieht. Da ist ja noch dieser Pappeinleger drauf. Was mir nicht so gefällt, ich weiß nicht, ob man es hört. Als man das Mikrofon. Die Disc fliegt hier lose rum, habe ich schon gelesen. Tatsache, dass mehrere das Problem hatten. Ich weiß nicht, ob da irgendwas die Halterung nicht gut ist oder ob zwei Discs übereinander liegen. Hat man ja auch manchmal. So, wir lösen vorsichtig den Kleber. Das hat schon mal geklappt. Rückstandslos. Pappe kommt zur Seite. Erst einmal auf, guck mir die Discs an. Ja, ist aber unbeschadet, das passt alles. Alter, Innenartwork ist auch mega krass. Jetzt einmal die Kamera. Rückseite sehe ich jetzt schon, gefällt mir gerade nicht so gut. Passt auf, mal gucken, ob ihr selber erkennt, warum. Macht man das? Einfach zweimal das gleiche Bild. Natürlich einmal ein bisschen größer ohne Schriftzug, aber so einfallsreich wie es aussieht, da hätten die sich aber auch ein zweites Artwork einfallen lassen können. Naja, das finde ich ein bisschen schade. Aber gut. Also hier ist mit Künstlersignierung auf der Seite. Also auf der Seite ist es wirklich hier das Kunstwerk. Hier mit der Signierung. Vorne natürlich mit dem Venom-Schriftzug. Spine ist schwarz mit dem Text. Ja, Film habe ich noch nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt. Es ist hier in diesem Fall wieder die Ultra-HD-Version, also in 4K. Werde ich mir jetzt die Tage mal gönnen, jetzt wo es endlich ausgepackt ist. Und werde dann mal kurz berichten, vielleicht auf TikTok, wie mir der Film gefallen hat. Kleines Filmreview kann man ja auch mal machen bei solchen neuen Krachern. Jetzt gibt es gleich noch ein paar Nahaufnahmen in schick. Und ja, wenn euch die Videos gefallen, lasst ein Abo da, gebt ein Like, schreibt was Nettes in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.